Das Internet hat die Welt zusammenwachsen lassen. Man ist vernetzt mit Bekannten, die man lange nicht gesehen hat, und hält über Ozeane hinweg Kontakt zu fernen Freunden. Aber vor allem in Großstädten kommen ausgerechnet die Menschen unmittelbar um einen herum, die Nachbarn in den sozialen Netzwerken nicht vor. Facebook-Freundschaften zur alten Dame aus dem 5. Stock oder der jungen Familie von nebenan bleiben zumeist die Ausnahme. Mit dieser urbanen Anonymität will nun das Nachbarschaftsportal nebenan.de brechen. Die Gründer rufen die Renaissance der Nachbarschaft aus, fordern zum Klingeln auf und setzen auf die Sehnsucht der Menschen nach Zugehörigkeit in ihrem Viertel. Nebenan.de wurde gegründet, um genau das zu tun, um diese Anonymität, die man so teilweise in seiner eigenen Nachbarschaft empfindet, aufzuheben. Also um Nachbarn wieder kennenzulernen, um den Austausch anzustoßen, einfach um so ein bisschen Hilfestellung und Werkzeug zu sein, seine Nachbarschaft wieder zu erkunden. Ina Brunk, aufgewachsen in der DDR, möchte die Nachbarschaftshilfe von damals wieder aufleben lassen. Gegenseitig auf die Kinder aufzupassen, Lebensmittel zu tauschen oder sich die Bohrmaschine auszuleihen, war selbstverständlich. Über 100 digitale Nachbarschaften in ganz Deutschland eifern diesem Ideal inzwischen nach. Trotz kritischer Masse, die jede Gruppe erst einmal erreichen muss. Wenn man eine Nachbarschaft so als erste Person sozusagen ins Leben ruft, ist es einfach immer ganz wichtig, dass man Mitstreiter sucht, weil ja, ich nehme da immer gerne das Bild von so einer Party, wenn auf einer Tanzfläche nur einer tanzt, ist immer irgendwie schlecht. Ne? Da wird es immer erst interessant, wenn ein zweiter dazu kommt, weil dann ist relativ sicher, dass auch ein dritter kommt und ein vierter kommt und dass dann irgendwie was Schönes draus entsteht. Klaus Erler ist ein solcher Nachbarschaftsnetzwerker. In seinem Kiez sind bereits 250 Menschen auch digitale Nachbarn. Für den Mit-50er ein Stück weit Familienersatz. Dadurch, dass jede Anmeldung verifiziert wird, gibt das schon eine gewisse Sicherheit. Und dazu kommt, ich meine, Bergmann-Kiez ist irgendwo für mich der Favorite-Kiez überhaupt. Und denn so ein Portal, was genau mein Lieblings-Kiez verkörpert, insofern, da bin ich dann ein bisschen, na, wie sage ich, nostalgisch oder fühle ich mich ganz wohl denn dabei. Das Vertrauen in die eigene Nachbarschaft ist bei Klaus Erler größer als ins offene, unbekannte Netz. Für ihn ist entscheidend, dass nur wirkliche Nachbarn Einblick in die Seite haben. Denen greift er gern unter die Arme, macht kleine Handwerkerarbeiten oder verleiht seine Leiter. Von Facebook und Co. hält er wenig. So unüberschaubar ist ihm das Ganze. Sein Wunsch für die Zukunft? Ich habe zum Beispiel inseriert, ich würde gerne eine Doppelkopfrunde machen. Oder wo einsteigen. Und Erwartung ist tatsächlich auch, dass man einfach auch ein paar Leute noch mehr kennenlernt hier aus dem Kiez, die man dann auch mit Namen begrüßt, wenn man sich draußen begegnet. Und nicht nur so vom Sehen so Hallo sagt. Aber nicht jeder ist begeistert von den virtuellen Dorfplätzen. Denn Anonymität und damit Freiheit von den Meinungen und der Einflussnahme anderer ist für viele Menschen ein hohes Gut. Nicht wenige entfliehen genau wegen des Anonymitätsversprechens der Enge der Dörfer und Kleinstädte und ziehen in die Stadt. Deren Sorge? Die Großstadt teilt sich in genau die kleinen Dörfer auf, aus denen sie einst geflüchtet sind. Für den Nachbarschaftsforscher Olaf Schnur müssen Nachbarschaftsportale deshalb aufpassen, nicht zu virtuellen Blockwarten zu mutieren. Wir wollen jetzt ja nicht in eine Situation im Quartier oder in der Nachbarschaft kommen, wo wir starke soziale Kontrolle haben und uns die Nachbarn quasi auf den Füßen stehen und kontrollieren, wann wir kommen, wann wir gehen. Also dies wollen wir ja vermutlich die meisten von uns eigentlich nicht. Das heißt also, wir wollen die Individualität behalten und gleichzeitig möchten wir aber auch ein bisschen Gemeinschaft wieder zurückbekommen. Wohl dosiert, genauso wie ich es haben will. Ob am Ende ein Nachbarschaftsportal wirklich das Klima am eigenen Wohnort verbessert oder doch nur den Freiheitsgedanken der Großstadt beschneidet, das muss jeder für sich selbst beantworten. Klar aber ist, die Sehnsucht nach Verankerung ist groß. Ob dieses Bedürfnis jedoch unbedingt vom eigenen Nachbarn gestillt werden kann,
zeigt sich dann spätestens beim ersten Nachbarschaftstreffen in der Offline-Welt.